Wir wollten ja den Schatz holen, da vom Strand. Er sitzt doch die ganze Zeit in der Ecke, ne? Weiß auch gar nicht, was mit dem los ist. So, dann machen wir ja hier. Genau, da sind wir ja hier über dieses Feld ja da gelaufen, ne? Ich meine, das wird auch alles erledigt haben. Die Wächter haben wir platt gemacht. Und das ist jetzt nämlich dieser Abschnitt hier mit dem Bereich hier, ne? Hier waren die Wächter. Hier war diese... Also hier waren wir auch, da waren diese Kobolde hier, da waren die Snapper nachher. Schauen wir mal eben hier lang. Ich würde erstmal hier auf der... Na gut, wir gehen auch mal runter. Da ist ja noch eine Truhe, ne? Die haben wir noch gar nicht, ne? Die Viecher gibt es wirklich über... Ja. Was für ein Kampf! Na gut, diesen Reaktor, den gucken wir uns später an. Da ist eine 50er Truhe. Na. Wurfdolchfusel um Gold. Zusammen schaffen wir das. Das war heftig. Machen wir erstmal eben die Krabbe hier platt. Die Viecher gibt es wirklich überall. Mehr von sich. Also gehen wir mal eben hier die Strecke mal eben hoch. Da ist noch ein Scavenger. Na, Horas. Nehmen wir kurz mal hier beiseite. So. Also hier liegt noch Gold. Gold. Hier ist eine ganze Serie an Gold. Eine Papageienflugpuppe. Ein schwerer Dolch. Noch ein schwerer Dolch. Und noch ein Gold. So.
Die Viecher gibt es wirklich überall. Na. Komm auch gar nicht zum Schlagen so richtig, ne? Ist auch so eng hier. Jetzt. So. Kein Mucks mehr von sich. Gut. Nice, noch eine Felsspinne. So, die ist da über die Klippe gefallen. So, hier haben wir noch Gold. Ein Pilz. Und ein Schwerndolch. Noch ein Schwerndolch. Einmal Papageienflug. Ich habe immer das Gefühl, wenn man diese Papageienflugzauber findet, dass man dann da irgendwie noch irgendwo hinfliegen kann. Zum Beispiel dort, wo dieses Äffchen läuft. Aber ich habe auch immer Angst, dass man hier dann irgendwie runterfällt. Da läuft doch dieses Äffchen hier, ne, auf dieser Kante da. Noch irgendwas zu holen ist. Ich speichere mal eben ab. Ich versuche mal darüber zu springen hier. Klappt wahrscheinlich. Doch, klappt. Genau. Da haben wir hier ein Äffchen. Na, okay. So, dann haben wir hier eine Banane, eine Voodoo-Puppe, noch ein Papageienflug. Was sagt uns das jetzt? Sollen wir jetzt mal probieren, hier auf diese Insel da zu fliegen, oder? Ich meine, ich probiere das jetzt einfach mal, da auf diese Insel zu fliegen. Und wir stehen hier so relativ weit oben. Ich probiere mal, da oben rauf zu fliegen, ob da noch irgendwas rumliegt. Haben wir genug von den Zaubern. Also ich speichere mal eben ab. Die Nummer 5. Ich werde lieber hier warten. Ja, mach das. Also hier ist aber auch irgendwie nichts, ne? Also wir sind jetzt zwar hier. Da liegt noch Gold zum Beispiel, ne? Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das jetzt was bringt hier. Also ich meine, dass das hier Gold lag. Dann habe ich mich getäuscht, das war nur eine Reflexion da von der Textur. Also, ich weiß jetzt nicht,
jetzt von hier da noch rüber. Ich probier's mal. Oder halt eben dorthin. Aber wenn hier schon nichts ist, ne? Die Kiste da? Waren wir da schon? Ich meine nicht. Dann probiere ich mal mit dem Papagei dorthin zu fliegen und wenn das nicht klappt, dann werde ich da auf diese Kiste mal gehen. So. So, hier ist nämlich auch nichts. Und hier auch nicht, ne? Nein. Gehen wir mal auf die Kiste. So. Eine 120er Truhe. Da müssen wir mal eben sehen, was wir da noch im Petto haben an Tränken. Uns fehlen 40 Punkte. Aber da haben wir Ohrring. Schon den Schurkenring angelegt mit plus 10. Das Amulett, da haben wir Schlösserknacken plus 10 angelegt. Da haben wir auch nichts Besseres. Dann haben wir noch den normalen Ring, da haben wir den Klingenring, das ist Taschendiebstahl. Dann hätten wir den Trank des Diebes. Der macht Schlösserknacken 32. Und bei einem Trank des Rituals, der verstärkt die Wirkung von anderen Tränken. Alchemie 32, also das könnte sein, dass das dann vielleicht gerade so klappt, ne? Müssen wir ausprobieren. Also ich finde Trank des Rituals als erstes. Das ist die 3. Und Trank des Diebes, das ist die 4. Oder könnten wir noch einen Wert steigern? Wir bräuchten ja im Prinzip Schlösser knacken, fehlt uns ein bisschen was. Fingerfertigkeit könnten wir steigern auf komm, dann machen wir das jetzt, oder? Dann haben wir da 85. So, dann hätten wir mit dem Trank des Diebes dann haben wir immer noch 32 drauf.
Und dann hoffen wir mal, dass das mit dem Ritualtrank dann reicht. Ne? Das werden wir erst die 3 nehmen, dann die 4 und dann die Truhe aufmachen. Ich speichere mal im Ab. Reicht. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. So, da haben wir hier Schnaps der Magie, Schnaps des Abenteurers, Schnaps des Alchemisten, Schnaps des Goldes, 380 Gold, Rubin und ein Diamant. Da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Okay. Alles klar, jetzt sind wir hier komplett im Off gelandet. Mal sehen, ob wir irgendwie auf diesen Inselabschnitt irgendwie rüberschwimmen können. Können wir? So. Horrors, der wird wohl hoffentlich dann irgendwann wieder zu uns stoßen. Da geht's nicht weiter. So, Spielstand wurde erstellt. Horace ist irgendwie abhanden gekommen. Ich mache mal eben eine kleine Aufnahmepause. Und würde sagen, bis gleich. Ciao.